Es war die erste große Politrunde mit fast allen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 27. September. Der Norderstedter Alster Business Club hatte gestern Abend 6 bekannte Politiker in die Tribüne eingeladen. Dabei lockten die Veranstalter damit die Wahlversprechen von Ralf Stegner, Wolfgang Kubicki, Monika Heinold, Anke Sporendonk, Hans-Jörn Arp und Heinz-Werner Jezewski an diesem Abend notariell beglaubigen zu lassen. Doch zumindest der Schuss ging nach hinten los. Der Norderstedter Notar Klaus-Peter Scholz war an diesem Abend fast beschäftigungslos. Dabei hatte er sich doch so schön vorbereitet und alle Beglaubigungsutensilien mitgebracht. Umsonst. Denn alle 6 Parteispitzen hatten sich im Vorwege dazu entschlossen, ihre Wahlversprechen nicht notariell beglaubigen zu lassen. Darüber wurde bis kurz vor Beginn des Abends noch hitzig diskutiert zwischen Politikern und ABC-Führung. Das ist eine alberne Veranstaltung, das habe ich dem Veranstalter auch schon mitgeteilt. Das ist mit mir nicht abgesprochen worden. Wir geben ein Versprechen den Wählerinnen und Wählern über unser Wahlprogramm ab, und zwar vollständig, nicht nur mit wenigen Sätzen. Das können Sie dann nach der Wahl selbst abhaken, ob das zutreffend ist oder nicht. Das ist ein PR-Gag, denn die Nichteinhaltung führt zu keinen Sanktionen. Und ich wundere mich ein bisschen, dass ein Notar sich dafür hergegeben hat. Es war ein PR-Gag, sonst wären nicht so viele Medienvertreter zu dieser Veranstaltung gekommen. Norderstedt war der Mittelpunkt der vieler Medien. Das war auch gut so für Norderstedt, aber wir brauchen es nicht. Wir haben unsere Programme, sie sind messbar, viele haben es aufgenommen, vieles ist protokolliert worden. Sie können mich jederzeit, wann immer Sie wollen, und mich wieder treffen, an dem messen, was wir heute hier gesagt haben. Das ist ein mediales Theater. Es ist so in einer Demokratie, dass Parteitage Wahlprogramme verabschieden, dafür die Partei in Gänze denn auch steht. Das ist Quatsch, notariell als Einzelperson vorher da einzelne Passagen zu begleichen. Es wäre eh später auch nicht einzufordern. Und die Veranstalter haben sich das ausgedacht, um Öffentlichkeit zu bekommen. Mehr ist es nicht. Ich war auch sehr erstaunt im Vorwegen, dass sie sich so stark dagegen ausgesprochen haben, dass sie nicht unterschreiben wollten. Das war eine heftige Diskussion, gerade bevor wir angefangen haben. Wir haben es dann gelassen, weil ich glaube, jeder muss glücklich sein auf seine Art und Weise. Und wenn Sie sich hier nicht festlegen wollen in der Hinsicht, dann eben nicht. Also scharfe Kritik an Leon van den Berg und Jens Karlsdorf, die zum mittlerweile 43. ABC-Clubabend die Spitzenkandidaten für die Kieler Landtagswahl eingeladen hatten und die die Aufregung um die notarielle Beglaubigung gar nicht nachvollziehen konnten. Das ist von der ersten Minute kommuniziert worden. Alle Parteien haben sofort reagiert. Erstaunlicherweise war die FDP von Herrn Kubicki mit die erste Partei, die sofort zugesagt hat. Aber er hat recht buschikos reagiert. Ja, jeder so, wie er es möchte. Aufgrund dieser Diskussion begann der Abend auch mit einstündiger Verspätung. Dann hatten alle Kandidaten 3 Minuten Zeit, ihr Wahlprogramm zu präsentieren. Anschließend wurden die Politiker mit 5 Fragen von Industrie- und Handwerksverbänden konfrontiert. Besonders heiße Wortgefechte lieferten sich dabei Wolfgang Kubicki, FDP und Ralf Stegner, SPD. Natürlich kam da auch noch einmal das Scheitern der Großen Koalition in Kiel zur Sprache. Und wir haben uns nicht darüber gefreut, dass die Union den Koalitionsvertrag gebrochen hat. Und es ist auch nicht schön, wenn dann die SPD-Minister auf eine Art und Weise entlassen werden, die selbst Konservative nicht gut finden. Ich finde auch es schwierig, wenn in so einer Sache wie bei der HSH Nordbank dem Parlament die Unwahrheit gesagt wird. Das sind alles Dinge, die nicht gut sind für unser Land, auch nicht gut für den Politikstil. Ralf Stegner sieht der Landtagswahl optimistisch entgegen, machte sich aber auch Gedanken darüber, mit wem die SPD denn eventuell koalieren könnte. Und da habe ich einen einzigen Grundsatz: mit Nazis wird nicht geredet, mit demokratischen Parteien muss man reden. Da gibt es Konstellationen, die ich bevorzuge, logischerweise. Ich finde die Grünen als Konkurrenzpartei deutlich interessanter als alle anderen. Ich finde den SSW in vielen Dingen interessant und auch kompatibel mit dem, was wir auch richtig finden. Themen wie bessere Bildungschancen, mehr Arbeitsplätze, die Situation der HSH Nordbank oder die Diskussion um den Nordstaat bestimmten die 2,5-stündige Runde, an der für die CDU Hans-Jörn Arp anstelle des für den Bundestag kandidierenden Johann Wadefuhl teilnahm. Und dann waren da ja noch die Eintrittspreise in Höhe von 15 € pro Person, die bei vielen Politikern nicht gut ankamen.
Wenn ich vorher gewusst hätte, dass hier Geld genommen wird, wäre ich auch gar nicht erschienen. Das ist das erste Mal in 20 Jahren Politikgestaltung, dass ich zu einer Veranstaltung gebeten werde, wo die Leute mich hören wollen und andere hören wollen, dafür Eintritt zahlen sollen. Das ist ja doch ein Unikum und das wird sich auch so nicht wiederholen. Darüber habe ich mich schon gewundert und von Bürgernähe spricht das nun auch nicht. So schließt man Bürger und Bürgerinnen aus. Das ist nicht unser Ansatz. Wir wollen, dass viele Menschen sich an Politik beteiligen und mit uns diskutieren. Es war eine Clubveranstaltung, keine Wahlveranstaltung. Und insofern sind wir auf die Eintrittsgelder angewiesen. Auch die Anmietung der Tribüne verschlingt ja Kosten. Heinz-Werner Jizewski von den Linken, Ralf Stegner, Hans-Jörn Arp von der CDU, Wolfgang Kubicki, Monika Heinold von den Grünen und Anke Sporendonk vom Südschleswigschen Wählerverband führten alles in allem eine sachliche und faire Diskussion an diesem Abend. Und das größte Ziel der Abend war eigentlich, dass wir die Nichtwähler auch mal gerne zur Wahl zwingen wollen durch kräftige Aussagen. Aber ich weiß nicht, ob das gelungen ist. Und was war nun mit Klaus-Peter Scholz, dem Notar? Der hatte den ganzen Abend alles fein säuberlich protokolliert. Nur zum Beglaubigen kam er nicht. Welcher stadtbekannte Norderstedter wieder zurück auf die Bühne kehrt und wen Michael Eckert heute im Vereinstalk hat, das sehen Sie alles gleich nach einer kurzen Pause.